Wachdenken, das können wir, glaube ich, gerade sehr, sehr gut gebrauchen. Rebecca Reinhardt hat es geschrieben. Sie ist Philosophin und Autorin und bringt unter anderem die Zeitschrift Hohe Luft heraus und schreibt wirklich sehr interessante, sehr kluge Beiträge, finde ich. In Wachdenken geht es darum, dass sie sagt, wir hängen viel zu sehr an einer gewissen Computerlogik. Also das Denken im Prinzip in Einsen und Nullen, entweder oder. Und das macht uns im Prinzip auf längere Sicht ziemlich unfrei. Also Eindeutigkeit führt zu Unfreiheit und auch zu einem gewissen Anpassungsterror oder Anpassungszwang. Auch wenn es darum geht, wie wir unser Leben eigentlich leben wollen. Und sie hat da wirklich ganz tolle Beispiele, sehr, sehr konkrete Beispiele, sehr lebensnahe Beispiele, greift aber auch ein bisschen in die Historie zurück, in die Literatur, Philosophie. So kommt wirklich so eine ganz wunderschöne, sehr interessante Mischung zusammen. Und eine Stelle, die ich nicht vergessen werde, ist, wie sie darüber schreibt, wie man sich ein gutes Leben eigentlich vorstellt. Und wenn man jetzt sagt, och, ich stelle mir mein Leben schön vor, wenn ich einen Job mache, einem Beruf nachgehe, der mir Spaß macht, der mich auch erfüllt, wenn ich einen Freundeskreis habe, wenn ich ins Kino gehen kann, wenn ich an kulturellen Geschehnissen teilnehmen kann, wenn ich essen gehen kann, wenn ich was für die Gesellschaft machen kann, dann ist das für mich ein gutes Leben. Und dann sagt jemand anders, wie? Aber du hast ja zum Beispiel noch gar nichts vom Geld gesagt. Wo ist denn der monetäre Aspekt? Oder ja, aber was ist denn mit einer Partnerschaft? Du brauchst doch einen Partner oder du musst doch oder willst du nicht heiraten? Und was ist mit Kinderkriegen? Gehört das nicht auch zu einem guten Leben dazu? Und dann sagt sie, Moment mal, ein gutes Leben ist doch das, was wir uns vorstellen. Also es gibt wahnsinnig viele Definitionen davon. Und sie plädiert quasi dafür, dass wir unsere ureigene Definition davon finden sollten, damit wir wirklich so gut es geht leben können. So gut es uns eben entspricht. Und das finde ich total toll. Also losgelöst vom Gedanken, ich muss möglichst viel Reichtum ansammeln oder ja, eine Traumhochzeit feiern oder was weiß ich. Also ne, sie entlarvt auch viele Klischees, wo man denkt so, ja, okay, ist ja irgendwie aber auch nicht so richtig so. Und dann, doch, es ist einfach immer noch so. Und auch viele jüngere Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, hängen eigentlich so traditionellen Werten wieder nach, was ich immer ganz interessant finde. Aber das ist ein anderes Thema. Also das Buch gibt wirklich ganz tolle Einblicke in die Anleitung zum wachen Denken, jenseits der Einsen und Nullen, des Entweder und Oder, ein Plädoyer für mehr Ambiguität im Leben. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz wichtiges Buch. Immer und auch gerade jetzt nochmal ganz besonders.